ich habe dich im Auge, Fremdling, zu Ende bringen kann. Bei mir hat es jetzt endlich funktioniert. Ich konnte jetzt mit James Oberlin sprechen und werde mich nachher auch an Hugo wenden. Und dann geht's weiter, liebe Freunde. Du bist zurück. Mit guten Neuigkeiten, hoffe ich. Was soll noch... Genau, was soll ich noch für dich tun? Hier, du sollst Margaret, Lawrence und Julio im Wohnbereich finden, weil sie dir etwas zu tun geben können. Hey Lexi, was machst du so zu früher Morgenstund? Grüße dich, mein Freund. Bist du auf Arbeit? Du bleibst also erstmal bei uns? Lass dich nicht rumschubsen. Der Lexi. So, ich muss dahin. Du kommst ein paar Jahre zu spät. Dieser Wort war mal was Besonderes. Die neuen Tiere da oben. Sind da auch Essbare dabei? Na klar, sind die auch Essbare. Gibt es draußen viele wie uns? Du weißt schon, mit der Haut. Natürlich. Du bist nicht die Einzige. Mach dir keine Sorgen. Ihr werdet alle akzeptiert. Brauchst du was? Was hast du denn anzubieten? Was führt dich wieder hierher? Tja, ich wollte mir euren Vault mal angucken. Schade, dass uns die Leute fehlen, um den Laden auf Vordermann zu bringen. Ja, das ist richtig. Ach, guck, so hier sitzen sie alle gemütlich. Und so viele Checks, nur mal. Habt ihr gehört, dass... Ich hab's gesagt. Hey, ja, Margaret. Was? Na, was, Margaret? Oh, ein Neuling. Jemanden von draußen haben wir lange nicht gesehen. Was führt dich her? Ich sitze mit... Ah, du sitzt mit deiner Liebsten auf dem Balkon. Dann ganz liebe Grüße an deine Liebste auf dem Balkon der Spätschicht. Hä? Ich sitze mit meiner Liebsten auf dem Balkon der Spätschicht? Na, wie gesagt, ganz liebe Grüße, Lexi. Schickt Leiter Oberlin endlich jemanden, der sich darum kümmert, ha? Und dann auch noch jemand Fremden. Er muss viel zu tun haben. Ja, wir hatten das alles schon gemeldet. Es geht hauptsächlich um die unteren Ebenen. Aus dem Generatorraum kommen zum Beispiel seltsame Geräusche. Niemand will nachsehen, weil es sich um einen der Verlorenen handeln könnte. Oh, wir haben auch ein Problem mit den Ratten im Lagerraum. Riesigen Ratten. Als ich das letzte Mal dort war, schnappte mir etwas die Vorräte weg. Aha. Dabei hätte ich fast meinen Arm verloren. Und jemand sollte sich wohl um Alfie kümmern. Okay. Ja. Boah, da wird ja schwindelig. Alfie gehörte zu uns. Aber sein Zustand wurde so schlecht, dass er eingesperrt werden wollte. Okay. Mittlerweile ist er wahrscheinlich verrückt. Aber niemand kann sich dazu überwinden, ihn zu erlösen. Aha. Du kanntest ihn aber nicht. Falls du ihm irgendwie helfen könntest, wären wir dankbar. Aber natürlich. Ich tue, was ich kann. Ja, das wäre gut. Das wäre gut, Lexi. Also, wäre cool. Du musst bloß sagen, wo, wie und Wochenende, ich bin dabei, mein Freund. Guckst du jetzt mit dem Handy oder wie? Über den Aufzug gleich da drüben kommst du zu den unteren Ebenen. Es gibt auch eine Treppe gleich hinter dem Atrium, die dich direkt zum Lagerraum führt. Okay. Viel Glück und danke. Gern geschehen. Viel Glück da unten und willkommen in Vault 63. Aber auf jeden Fall. Und so. Dann sag ich, hey, geht's noch? Schon mal was von Diskretionsabstand gehört? Von Diskretionsabstand. Lexi, das gefällt mir. Das ist aber ein hübsches Herzchen, Lexi. Ja, mit Handy ist er drin, der Lexi. Ja, schön. Ja, ich bin ganz alleine hier. Habt ihr gehört, dass... Damit die Quests ein bisschen besser funktionieren. Riecht hier was komisch? Ja, entschuldige, ich hab noch nicht... Fang bloß nicht an, hier Sachen zu verändern. Was führt dich wieder hierher? Und das funktioniert, verdammt. Und dann sag ich, hey, geht's noch? Mir fehlt die Forschung. Schon mal was von Diskretionsabstand gehört? Diskretionsabstand. Oh, nein. So, wir schon mal alles. Mir fehlt mein altes Leben. Gut.
Hast ihr es nicht auch, wenn Leute einfach Privatgespräche belauschen? Na klar. Schon mal was von Diskretionsabstand gehört? Rück mir nicht so auf die Pelle. Du kommst ein paar Jahre zu spät. Dieser Vault war mal was Besonderes. Du weißt schon, vor den Unfällen. Hast ihr es nicht auch, wenn Leute einfach Privatgespräche belauschen? Ha? Was hast du gesagt? Riecht hier was komisch? Ist lange so, her, dass wir hier mal ein nettes Gemeinschaftstreffen hatten. Gott, wir müssen jetzt wirklich ins untere Atrium. Wir haben ein System. Dann machen wir erstmal das. Habt ihr gehört, dass... Oh, ja, was? Ist unzugänglich. Kann man hier raus? Schlüssel erforderlich. Nur Zimmerschlüsselkarte kann das Schloss öffnen. Das Anwesen? Was den wohl verursacht hat? Hä? Was hast du gesagt? Na, nichts. Bis jetzt. Oh, hier gibt es also auch ein Schachspiel, wo man die ganzen Schachfiguren. So viel Bürokratie und so viele kann, ja. Nur um mal Frischluft zu schnappen. Ja, wie gesagt, Lexi, am 1. November ist dann unser Treffen, soll unser Treffen sein in Linstow. Ja, und ich weiß nicht, ob du noch dazukommen magst, kannst. Das ist ein Freitag und geht bis zum 3. November. Also 1. November 16 Uhr bis zum 3. November um 10 Uhr. Guck mal, die sind die ganzen Schachfiguren drauf auch. Cool. Kann man alle einsammeln. Will ich jetzt aber nicht einsammeln. Schon mal was von Diskretionsabstand gehört? Tür ist unzugänglich. Hört mir nicht so auf die Pelle. Brauchst du was? Guck mal, hier kommt man gar nicht rein. Ist lange her, dass wir hier mal ein nettes Gemeinschaftstreffen hatten. Und hier muss irgendwo eine Schlüsselkarte liegen. Auf dem Tisch. Antiker Globus, man kann hier auch alles Du kommst ein paar Jahre zu spät. Ich komme Dieser Vault war mal was Besonderes. Aha. Du weißt schon, die Forschung, die Wissenschaft und Nachrichten. Die neuen Tiere da oben. Scheiße. Okay. Mir fehlt mein altes Leben. Ah, hier geht's zum Atrium. Ah, guck, ist mit Ladebildschirm. Ja, das ist das neue Update, Lexi. Ich zeig dir gleich mal die Karte, was sich hier verändert hat. Hier, Lexi. Den Bereich kennst du ja. Das ist ja sonst leer hier gewesen, ne? Hier ist er leer. Hier oben ist ja der Bundesentsorgungsbereich HZ21. Und unterhalb des Bundesentsorgungsbereich HZ21 war nichts. Das war hier eine leere Landschaft. Wir haben das auf dem PTS-Server schon mal alles gespielt. Und alles, was hier noch grau ist, habe ich tatsächlich noch nicht entdeckt. Ne? Das sind alles neue Gebiete. Hier, das. Hier war ich schon drin. Oder bin ich jetzt drin in dem Vault? Das ist neu. Das ist neu. Und hier wird eine Atombombe raufgeschmissen. Und dann kommen im Prinzip zwei riesige Roboter, riesige Brainbots, so heißen die, glaube ich. Die sehen so aus wie die Liberty Prime aus Fallout 4, Lexi. Atrium Upper Level. Guck mal, hier kann ich aber erstmal alles durchsuchen. Ich meine, es ist wirklich interessant. Also es ist sehr gut gemacht. Hier gibt es so viel zu gucken hier. Die haben die Schlüssel erforderlich. Dann kann man hier nämlich weitergehen. Und hier gibt es irgendwo eine Schlüsselkarte, die man hier finden kann. Und dafür muss man natürlich hier alles erstmal schön ordnungsgemäß durchsuchen. Das findet man auch nachher. Ah, guck mal hier. Schlüsselkarte gefunden und hier ist ein Questmarker drauf. Ich nehme jetzt hier absichtlich mal keinen Schrott mit, weil ich hier tatsächlich die Quest machen will. Guck, jetzt kann ich hier nämlich durch. Oben bestimmt auch. Und dann kannst du das aufmachen hier. Ich nehme nebenbei noch auf. Stimpack nehmen wir auf jeden Fall mit. Und hier ist alles, also der Vault ist zerstört durch einen Erdrutsch. Das sieht man auch im äußeren Bereich.
Schiebetür öffnen. Right away. Ach, guck mal. Alfies Tagebuch. 4. Dezember 2080 oder so. Es ist schon eine Weile her, seit die Bomben fielen, aber das Leben im Vault ist noch immer recht mies. Keiner von uns ist diesem Strahlungsquatsch so ganz entkommen. Das steht fest. Wenn der alte Stolz vielleicht mal sein Ego im Zaum gehalten und Vault gebaut hätte, der rechtzeitig fertiggestellt worden wäre, hätten wir jetzt nicht diesen verdammten Schlamassel. Stattdessen hat er diesen unterirdischen Palast errichtet und jetzt sind wir diejenigen, die den Preis dafür zahlen müssen. Wäre es so wahnwitzig gewesen, dafür zu sorgen, dass wir im Vault gewesen wären, als die Bomben fielen, statt irgendwelche beschissenen Rinnen einzubauen? Hat er recht, ne? Oh, Lexi, hier würdest du wieder suchen und looten und sammeln und wir müssten wieder warten. Du hättest hier wieder alles durchsuchen können hier. Das wäre schon cool hier. Kupferschrott nehmen wir natürlich mit. Freund hat deinen Channel betreten. Hi Nexus, sei gegrüßt. So. Ich mach gerade die neue Quest, Nexus. Und das, weil das muss jeder machen. Hier, ich stream gerade, aber das siehst du ja. Aber wir haben festgestellt, dass es immer Probleme gibt, wenn wir so im Team sind, weißt du? Alles gut. Geht's dir gut? Ja. Oh. Ich bin ab nächste Woche neue Abteilung. Na ja, siehst du. Aber wie gesagt, wenn du magst, du kannst gerne noch reingucken hier. Aber ich, wie gesagt, ich mache kein Team, aber wir können ja noch ein bisschen schwatzen. Du kannst ja auch ein bisschen gucken. Ich muss hier jetzt erstmal runter in den unteren Level. Ja, ist gut. Ne? Wenn du hier guckst, ich weiß nicht, ob du den Stream mitguckst. Ich kann auch gerne in Discord gehen, wenn du Lust hast. Ich sehe es, ich sehe es. Okay. So, und hier sind Gegner drin und ich muss beseitige den Rattenbefall. Untersuche das Geräusch aus dem Generatorraum. Aha, die sind also friedlich hier. Haushälter verfügbar. Aber das sind doch dieselben. Hier war ich doch schon. Hier unten war ich noch nicht, siehst du. Ja, nebenbei mache ich gleich eine Aufnahme. Ah! Bist du auf den privaten Server? Nein, 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 bin ich nicht. Gut, das wollte ich wissen. Nein, nein. Eine Erleichterung für mich. Aber wie gesagt, ich mache kein Team auf, weil ich. Du kannst eh nichts machen. Ne, weil das sind alles Teamleiter helfen, Quests und die sind gerade so eine ganze Zeit lang schiefgegangen, weißt du? Deswegen, ich erkläre das mal auf jeden Fall. Ach, dann muss ich hier hoch? Wieso hier hoch? Ich muss hier oben rüber. Ja, ich kam auch vor ein paar Stunden von der Arbeit jetzt. Ich hab bei Netflix noch geguckt. Ja. Also hier hinten, warte mal. Ich muss ein bisschen am PC sitzen. Ach, Geräusche. Achso, ja, ja, klar. Geräusche im Generatorraum. So, ich werde jetzt mal ein bisschen zerlegen hier. Oh, ich habe so viele Sachen gesammelt hier. Sammeln und looten, wollte ich gerade sagen, Lexi. Sammeln und looten. Ich habe gleich an dich gedacht, mein Freund. So, dann geht das hier aber um die Ecke, schätze ich. Hier geht es noch weiter. Das ist der Reaktorraum, genau. Aha, und hier müssen wir die Ratten weiter beseitigen, glaube ich, ne? Ne, jetzt muss ich das Geräusch im Reaktorraum. Ah, guck mal. Nice. Nice, Leute, nice.
Bist mit Cam drin oder wie? Würde jetzt reinkommen. Dann mache ich das. Starte gerade Discord. So, ich gehe mal rein kurz in den Computer. Den muss ich aktivieren. Ach, da sind irgendwelche Kakerlaken oder so unten. Aha. Manuelle Temperatursteuerung. Also Geräusche. Hell. Ist das hell? Freigabestufe reicht nicht aus, um diese Aktion durchzuführen. Bitte nehmen Sie keine Aktion ohne die nötige Freigabe vor. Kontaktieren Sie unverzüglich einen Vorgesetzten. Manuelle Reaktorabschaltung. Also ich kann hier gar nichts machen. Dachtest du echt, das klappt, du Leuchte? Hände weg vom Terminal, bevor du uns noch alle umbringst. Alter, hat das gewusst. Türfernsteuerung, Tür öffnen. Aber das ging. Jawohl. Repariere die Generatorröhren. Okay. Das machen wir jetzt natürlich. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, Rohre reparieren, alles klar. Ach so, Lexi, alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag. Na, ich denke, ich hat er gehört. Hoffe ich. Ja. Im Chat. Lexi ist im Chat, ja. Ja, weiß ich. Habe ich hier gerade gesehen. Du bist mir gerade einig von mir. Dann schreib's doch rein. Ach, ich bin zu faul zu viel gearbeitet heute. Ich werde mal eine Powerrüstung anziehen. Damit das hier nicht gleich wieder flöten geht. Der Reaktor ist natürlich ziemlich radioaktiv, obwohl das auch geht so einigermaßen, aber ich will da nicht gleich rausfliegen hier. So, hab hier die Röhre repariert. Kern suchen. Kehre ins obere Atrium zurück. Ja, das war's. Das war's. Okay, dann haben wir das ja geschafft hier. Cool. Also hier die Rohre reparieren. Na, wenn das nichts ist. Ins obere Atrium. Das macht Spaß. Das macht Laune hier. So, jetzt dürfte mein Discord auch gestartet sein. Genau. Ja. Und warte mal, ich bin. Wo bist du? Im Livestream-Raum. Moment. Ich bin sogar schon drin. Ja, hat geklappt. Ey, mein Freund. Grüß dich. Wir kommen gerade von der Spätschicht. Ich weiß. Ich bin traurig. Ich sehe meinen Lieblingsschicht leider nicht mehr. Aje. Erstmal eine Powerrüstung aufziehen hier. Die war doch schon vielleicht notwendig. Weiß es nicht. Nö, hat sich alles wiederholt. Okay, jetzt können wir hier. Und dann sag ich, hey, willkommen zurück. Ja. Wie läuft das so? Naja, jedes Problem sollte gelöst werden. Was kommt als nächstes? Tut uns leid, dass ausgerechnet du dich um alles kümmern musstest. Ja, es tut gut zu wissen, dass es draußen noch Leute gibt, die nicht auf den Kopf gefallen sind. Na, mach doch gern. Alleine hätten wir es nicht geschafft. Können wir dir irgendwie helfen? Alles gut. Du kommst ein paar Jahre zu spät. Ja, wir werden weiter erzählen, dass du vertrauenswürdig bist. Okay. Danke nochmal für die Hilfe. Du bist in Ordnung. Gut, dann war's das. Was mache ich jetzt? Hier was komisch? Kehre zu Oberlin zurück. Und dann okay. Sag ich, hey, geht's noch? Mir fehlt das ist auch die nice Forschung gemacht hier, dieses. Und die Wissenschaft. Also dieses, dieser Vault hier, ich glaube, jetzt kann ich auch schon wieder andere Sachen. Mir fehlt mein altes Leben. Was ist das für ein Vault? Bitte? Was ist das für ein Vault? Neuer, das ist ein neuer Vault, ist das, den du besuchen kannst. Das ist ja das Coole. Ach, also die neue Quest muss halt wirklich alles Stück für Stück machen, ne? Als wäre es nicht schlimm genug, kommt jetzt auch noch ein Fremdling dazu. Gut, ich bin hier. Du bist zurück, mit guten Neuigkeiten hoffe ich. Ich hoffe. Ich habe mich um alle Anfragen gekümmert, mein Freund. Ach was,
Beeindruckend. Gute Arbeit. Jetzt, wo das erledigt ist, kann ich mich auf wichtigere Dinge konzentrieren. Okay. Wie zum Beispiel auf das Chaos außerhalb dieses Worts. Ich nehme an, die drei haben dir nichts Spannendes erzählt, als du ihnen geholfen hast, oder? Naja, ging so. Mir fällt nichts Sieht ein. Aus, als müsste ich später vielleicht mit unserem Vault-Wart Johnny sprechen. Er kriegt alles mit. Obwohl es mir lieber wäre, die Leute kämen zu mir, statt auf Gerüchte zu vertrauen. Die Leute zögern immer noch, anderen zu vertrauen. Aber genug davon. Kann ich dir bei irgendetwas behilflich sein, nachdem du mir geholfen hast? Hast du noch was anderes für mich als blöde Bodengänge? Was steht da als nächstes auf der Liste? Zuerst deine Belohnung. Ich werde dir etwas aus unserer Waffenkammer geben lassen. Du wirst es sicher gebrauchen können. Ich habe sicher... Okay. Quest abgeschlossen. Es tut gut, sich auf jemanden verlassen zu können. Gegenstand belohnt. Vielleicht können wir hier endlich alles in Ordnung bringen. V63 Schockschlagstock. Mhm. Na toll. Was ist denn das? Warte mal, die Impulsgranate brauche ich nicht. Die brauche ich auch nicht. Die brauche ich auch nicht. Und den muss ich erstmal reparieren. Der ist ja kaputt. Der hat. Gib mir das. Das kommt dir vielleicht nicht so vor, aber du hast uns unheimlich geholfen. Danke. Wie viel Schaden macht der denn? 95 Schaden! Okay, der ist gut! Den hebe ich natürlich auf. Na, Waffe weg. So, jetzt sprich nochmal mit ihm hier. Vor einer Weile. Jetzt, da du dich als nützlich erwiesen hast, kannst du mir bei etwas Heiklem helfen. Das persönliche Zuwenden. Wo ist dein Kater? Der Notfallalarm im Organiksektor wurde ausgelöst. Der liegt gerade auf meinem Bett. Dafür wird eine entsprechende Autorisierung benötigt. Das hat meine auch mal Anscheinend gemacht. Hat sich Hilda Stolz, die der leitende noch Forscherin des Labors, vor kurzem hinbegeben. Ich glaube, ihr kennt euch. Alles deutet darauf hin, dass sie in Gefahr ist. Sie würde nicht um externes Eingreifen bitten, wenn es kein Ernstfall wäre. Okay, was soll ich tun? Begib dich zum Labor, verschaff dir einen Überblick und bring Hilda wohlbehalten zurück. Labor. Überzeuge sie mitzukommen, wenn sie sich weigert. Okay. Sie und damit auch Mr. Stolz könnten denken, Hildas Forschung sei wichtiger als ihr Wohlergehen. Okay. So wie es um uns steht, ist das ein untragbares Risiko. Die Bahntunnel sind zwar eingestürzt, du solltest den Organiksektor aber über eine zur Belüftung genutzten Höhle in der Nähe erreichen können. Wenn Hilda es bis dorthin geschafft hat, solltest du es auch schaffen. Aber ich gebe dir vorsichtshalber einen Sicherheitsschlüssel mit. Mach dich auf alles gefasst. Und komm heil zurück. Gebongt. Es kommt V63 Zugangsschlüsselkarte. Unheimlich geholfen. Höhle, Karte aktualisiert, Höhle am Shining Creek. Da muss ich hin. So, das heißt, also begib dich zu den Höhlen vom Shining Creek. Zwischen den Zeilen sprich mit Hugo. Also mit Hugo kann ich auch nochmal sprechen. Diese Overalls lassen kaum Spielraum für Individualität. Müssen wir da hinten nochmal hoch. Mir fehlt die Forschung. Und die Wissenschaft. Ah, die fällt mir auf. Und Nachrichten. Der steht hier ewig rum. Was macht der denn überhaupt? Mein altes Leben. Jetzt macht er was. Nee, ne? Hier ist eine Höhle, Leute. Guck mal einer an. Der Wort sieht gar nicht mal so... Der sieht geil aus. Der was? Der Wort sieht gut aus, ne? Der ist besser als die anderen alle. Ja. Also ich finde das auch. Da hätten sie gleich Rot 33 nachgebauen müssen. Guck mal an, Ventil drehen. Finden sie. Ja. Hätten sie doch gleich nachbauen können, Rot 33. Ja. Guck mal an hier. Also hier wird es wahrscheinlich auch nochmal eine Quest geben, hier unten. Ich denke mal. Gut, dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Hier ist unzugänglich. Bis jetzt noch. Haben wir entdeckt. Haben wir entdeckt. Diese Overalls lassen kaum Spielraum für Individualität.
Die Vorräte gehen langsam zur Neige. So, begib dich zu den Höhlen von Shining Creek. Jetzt müssen wir erstmal mit Hugo sprechen. Das können wir gleich fertig machen. Was hast du gesagt? Dass hier jemand so viel Gutes tut, ist wirklich erfrischend. Hä? Was hast du gesagt? Danke, dass du dich um Alfie gekümmert hast. Er hätte so nicht leben wollen. Atrium, untere Ebene. Ich will doch zu dem da oben hoch. Wie komme ich denn da oben hoch? Wie war denn das noch? So komme ich da nicht hin. Gibt es draußen viele wie uns? Nein. Finzi, wie lange bleibst du heute wach? Ich muss mal schauen. Im Moment ist es noch sehr spannend. Ich hätte schon Lust. Oh, guck mal an. Was ist denn hier los? Der hat hier eine Zelle. Aha, ein Computer ist hier auch. Hier waren wir auch noch nicht drin. Deswegen. Finzi, diesen coolen Schlagstock-Ding da, was da elektrisch ist. Das sieht geil aus. Hoffentlich meldet sich Daniel bald. Der sieht gut aus, ne? Ja, yeah, der gefällt mir. Der ist neu. Den habe ich eben gerade als Belohnung erhalten. Diese Overalls lassen kaum Spielraum für Individualität. Da muss man schauen, ne? Der macht auch vernünftigen Schaden bis jetzt. Ach, guck mal, hier an der Seite geht's hoch. Diese Overalls lassen kaum Spielraum für Individualität. Die wandert ja auch im Tor rum. So, jetzt wollen wir nochmal mit ihm hier sprechen. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Also. Erzähl. Fangen wir an? Es gibt da einige Aufgaben, für deren Bewältigung ich deine Hilfe benötige. Na dann, vertell, Minion. Trotz unserer Reserven. Du weißt schon, aus der Zeit vor den Stürmen. Okay, von mir aus kann's losgehen. Exzellent. Wie du hoffentlich mittlerweile weißt, ist ein Gerät unter unserer Kontrolle der Ursprung für das Wetterphänomen da draußen. Wobei außerhalb unserer Kontrolle wäre exakter. Um diesen Fehler zu beheben, brauchen wir die Blaupausen der Wettermaschine. Die liegen in dem Wandsafe leicht da drüben. Ah, wunderbar. Dann hole ich sie mal. Einen Moment. Ah, wäre es doch nur so einfach. Aha. Der Safe lässt sich nur mit einem Schlüssel öffnen, den meine geliebte Frau Cassie an einem höchst sicheren Ort versteckt. Cassie, das passt ja. So sicher, dass nur sie ihn kennt. Da es ihr so schlecht geht, dass sie nicht reagiert, ist das natürlich problematisch. Aha. Allerdings hat sie alles fleißig schriftlich festgehalten. Sicher steht irgendwo in ihren Aufzeichnungen, wo sie den Schlüssel versteckt hat. Sie sollten sich alle in ihrem Zimmer oben befinden. Es steht offen. Du kannst einfach reingehen. Okay. Da ich aufgrund meines Zustands nicht dazu in der Lage bin, fällt diese Aufgabe somit in deine Hände. Alles klar, ich bin dabei. Ach ja? Oh, wie wunderbar. Viel Erfolg. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Gut, durchsuche Hugo und Cassidys Zimmer nach Cassidys Tagebuch. Okay, wo ist die? Moment, da. Ist lange her, dass wir hier mal ein nettes Gemeinschaftstreffen haben. Hier geht's nämlich im Schlafzimmer der beiden. Guck mal eine an. Mir fehlt die Forschung, die Wissenschaft und Nachrichten. Scheiße. Aha, hier ist das Tagebuch. Mein altes Leben. Gucken wir erstmal hier, liegt hier noch was auf dem Tisch. Brief zum Jahrestag. Niederschrift aus der Feder von Hugo Stolz. Meine liebste Cassie, mit dir an meiner Seite habe ich nie Heimweh. Du hast mein Leben mehr bereichert, als ich je hätte ahnen können. Du bist meine bessere Hälfte, mein Augenlicht, meine Geliebte, das Pech zu meinem Schwefel. Mit dir könnte ich Pferde stehlen. Mein Leben ohne dich wäre furchtbar, öde, und ich möchte dich niemals missen. Mein Schatz, das waren die besten Jahre meines Lebens. Alles Gute zum Hochzeitstag. Ich liebe dich, ich dein weiß nicht, ob Hugo. Dafür noch genug von uns übrig sind. Wir sollten wohl langsam Alfies Begräbnis planen.
Haben wir hier noch? Danke. Cassidy, meine liebe Freundin, ich bin dir auf ewig dankbar für die Gelegenheit, meine Arbeit im New Orleans Museum of Art ausstellen zu können. Großteils dank deiner üppigen Spende, durch die ich am schwierigsten zu findenden Materialien für meine Stücke beschaffen konnte. Wie du ja weißt, mussten mir die meisten verwendeten Materialien von meiner Familie geschickt werden, da ich sie hier in den Staaten nicht finden kann. Die Ausstellungseröffnung ist in 2 Wochen und ich würde mich geehrt fühlen, wenn du anwesend wärst, damit du dir meine Kunst ansehen und dir persönlich danken kann, damit ich dir persönlich danken kann. Anbei findest du die Eintrittskarte für die Vernissage mit allen Einzelheiten. Mit vielen freundlichen Grüßen. Ich hoffe, er kriegt es bald in den Griff. Gut, dann haben wir hier einen Kamm haben wir jetzt genommen. Toll. So, hier ist das Tagebuch von Cassie. 18. Oktober 2017. Mein armer Hugo, ich habe ihn lange nicht so aufgebracht gesehen. Aber wer könnte es ihm schon übel nehmen? Er sorgt sich nur um das Wohlergehen seiner Tochter, wie jeder andere Vater auch. Sicher ist er nur besorgt, dass sie die Menschen, mit denen sie sich umgibt, sie auf dumme Gedanken bringen. Dennoch bin ich nicht überzeugt, dass seine Lösung für das Problem die beste ist. Aber wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, ist jedes Argument vergebens. Es bleibt nur zu hoffen, dass André die Wahrheit erfährt. Sonst wird die Hölle los sein. Diese Overalls lassen kaum Spielraum für Individualität. Wie viele sind da noch? Ah, da fahren noch ein paar Seiten drin. Ich bin dafür Spaß. 13. Februar 2087. Dieser Wolf ist manchmal so unhöflich. Moment, ich muss jetzt erstmal, die quatschen hier andauernd dazwischen hier. Dieser Wolf ist manchmal so unheimlich. Beengend, 10 Jahre, ich vermisse es, mit Hugo auf Reisen zu gehen. Ich vermisse die Ausblicke, die French Quarters, die Musik. Ich vermisse es, kreative Menschen um mich herum zu haben. Die Menschen hier sind auch kreativ, aber auf wissenschaftliche Art. Vielleicht werden wir eines Tages die Welt wieder so wie einst genießen können. Meine einzige Zuflucht hier ist der kleine Wasserfall im Gartensektor. Dort kann ich so tun, als wäre alles noch wie früher. Und das plätschernde Wasser beruhigt mich, wenn es mir nicht gut geht, was in letzter Zeit immer öfter passiert. Ich fürchte, mein Zustand verschlechtert sich. 8. März 2087. Ich liebe Hugo, aber manchmal ist er furchtbar naiv. Er hat zu viel Vertrauen drauf, dass es keinen Grund zur Sorge gibt, solange alles in den Händen von Freunden und Familie ist. Heute Nachmittag habe ich jemanden beim Herumschnüffeln in seinem Büro erwischt, als ob ich glauben würde, dass er nur einen Bericht gesucht hat. Ich habe die sensiblen Dokumente an einem sicheren Ort verwahrt und werde den Schlüssel immer bei mir tragen. Er passt perfekt als Teil meiner Lieblingshaltkette. Sehr praktisch. Es braucht ohnehin niemand ohne meine oder Hugos Erlaubnis Zutritt auf diese Dokumente. Was den kleinen Schlüssel angeht, nun sagen wir einfach, er wird sich jetzt in einem anderen Vault einschleichen müssen. Ha! 26. März 2087. Ach, in diesem Vault hat man einfach nie einen Moment für sich. Ich saß an meinem Lieblingsplatz vor dem Wasserfall und war kurz davor, in die tiefste Stube meiner Meditation einzutauchen, als plötzlich jemand darunter hervorgestampft kam, und zwar ausgerechnet Johnny, der Chefhausmeister, mit seinem unsäglich lauten, klappernden Werkzeugkistchen. Gerade als ich kurz davor war, mich zu entspannen. Ich wusste nicht einmal, dass es dort unten einen Wartungsraum gibt. Da waren wir ja. Aber gut, es schadete nicht zu wissen, dass es hier unten solche verborgenen Ecken gibt. Vielleicht sollte ich meinen Schatz Hugo davon berichten. Cool. Okay.